Gut, jetzt sind wir hier mit Colt, hat live gespielt. Du machst das seit 15 Jahren. Gab es davon schon mal Videoaufnahmen? Teils, ja. Ein paar spärliche Momente. Aber Interviews gab es noch nicht, meintest du, ne? Nein, Interview gab es noch nicht. Gut, dann sind wir die ersten mal wieder. Du kommst ursprünglich aus Plauen? Ja. Warst du schon immer da? Wo hast du musikalisch angefangen? Oder? Ja, eigentlich bei uns in Plauen. Ging auch mal bis nach Berlin in Kaderkiosk. War eigentlich eher regional und lieber kleinere Partys. Familiärere Sachen, ja. Passt ja bei uns ganz gut hin, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dein Live-Set, spielst du die eine Stunde oder bereitest du die länger vor oder ist das immer improvisiert? Also heute war mal ein großer Teil so gewollt und so vorbereitet auch, weil normalerweise brauche ich schon ungefähr eine Dreiviertel bis eine Stunde, um erstmal so reinzukommen. Und wenn man dann so die Möglichkeit hat, 2 bis 3 Stunden Sets zu spielen, dann sind die meistens nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde fast komplett Freestyle. Na, ich sag das öfter, bei uns ist es so ein bisschen eine Challenge, dass das man rüberbringen will, in der Stunde zu kommunizieren. Aber hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe das Gefühl gehabt, es hat gut geklappt bei dir. Naja, ist schwer, aber so der Moment, dass ich dann doch selber live Sachen einspiele, da hätten noch so vielleicht 10 Minuten gefehlt und dann wäre es halt so losgegangen. So, man hat aber auch selten das Publikum dafür, die das halt mitmachen, muss man auch mal sagen. Ja, absolut. Ja gut, das war das Interview mit Colt Live aus Chemnitz. Haben noch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao, ciao.